Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen bei DSD, sein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 558. Und ihr seht, ich bin hier immer noch an so Kleingedöns zugange. Es ist so geil. Ne? Also demnächst kommen auch mal wieder Figürchen. Also im 3¾-Inch-Format ein bisschen größer, ne? Aber ja, wie schon im Titel und so, ne? Wir haben hier Micro Machines Endor Bunker. Nenne ich das Set jetzt mal. Ich weiß nicht, was es für eine Bezeichnung hat. Aber es ist halt Endor, ne? Ihr seht, wir haben die Bunkeranlage, den Schutzschild, Stormtrooper, Wicket, Chewbacca, ein paar schöne Bäume, die man aufsetzen kann und so. Zwei coole Features, Action-Features, nenne ich sie mal, ne? Und ein AT-ST-Läufer noch, den man ein bisschen komisch positionieren muss, weil er sonst natürlich umfällt. Aber das wird er. Ja, da habe ich mal den Falken geöffnet. Ich wollte eh mal wieder gucken, ob ich hier irgendwas drin versteckt habe oder so, weißt du? Ob man hier, vielleicht liegt hier noch eine alte Figur in Ola, lösen sich Aufkleber, sehe ich gerade. Ja, egal, anderes Thema. Das war, ist im Kampf passiert, Angriff auf Todesstern 2. Ne, da müsste die Schüssel weggeflogen sein. Ja, komm, wir gucken uns das mal aus der Nähe an. Ui, das ist auch ein bisschen, ach, das ist ja geil. Also, ich sag mal wieder, danke bei der edlen Spenderin, ne? Liebe Grüße. Also ich freue mich da riesig drüber, auch wenn das alles so klein ist. Es ist klasse. Und guck mal hier, ey. Ah, diese Sets sind super. Ey, als Kind hätte ich das so gefeiert. Problem ist natürlich auch bei so viel Kleinteilen und Zubehörsachen. Werdet ihr gleich sehen, hier ist ja noch ein bisschen was. Das landet auch mal schnell bei der Mama dann im Staubsauger, ne? Oder beim Vater, je nachdem wer am Roller sitzt. Und ja, gerade die Figuren und so, das kann man schnell verlieren halt, ne? Aber wir verlieren jetzt keine Zeit mehr und gehen einfach direkt in die Nahaufnahme, gucken uns das ganze Gemetzel mal aus der Nähe an, ne? Also, auf Holz klopfen und ran hier. I love toys. Ja, hier haben wir, ne? Endor Bunker. Ja, heißt das so, oder Schutzschildgenerator. Ich glaube, das wird immer Bunker-Scene genannt halt und so, ne? Hinten sehen wir halt schön den Bunker mit Stickern. Da geht leider jetzt nichts auf. Das wäre auch noch witzig. Aber mit den Bäumen. Die kann man alle aufstecken, so rausziehen halt. Ne, dann haben wir hier das Schutzschild. Auch voll gut. Ne, also das ist schön. Geht leicht ab. Da hinten ist der AT-ST schon umgefallen. Ihr wisst, was da gleich kommt. Ja, aber er sieht cool aus. Also ich finde es wieder wunderbar. Man sieht hier oben ist auch noch was. Ich zeige euch jetzt erstmal die Figürchen. Ne? Beziehungsweise, komm, ich zeige euch direkt den AT-ST hier. Wenn er den scharf macht. Du kannst den hier auch, ne, so, aber wenn man den so hinstellt, fällt er natürlich immer um, weil der Kopf ganz schön schwer ist. Ich meine, klar, zwei Ewoks und ein Wookie da drin. Das ist mit dem Gleichgewicht nicht so einfach. Ja, schön gemacht. Da habe ich auch noch welche von rumfliegen. Ich muss da mal gucken, was man da so mit machen kann halt, ne. Aber wie gesagt, wir gehen gleich mal. Zwei Action-Features haben wir auch hier. Ja, in dem Dagobah und Rot hatten wir ja auch so ein bisschen was. Ne? Dann haben wir hier Stormies. Zwei Stück hier. Ich weiß jetzt nicht, ob da mehr bei waren. Scouts, vielleicht noch ein Speederbike, das weiß ich jetzt so nicht halt. Ich habe keine Packung dazu und so. Das reicht mir vollkommen so halt. Ja, die sind auch schön, ne? Voll erkennbar. Super. Und die visieren hier natürlich gerade Chewbacca an. Der lässt sich davon aber gar nicht irgendwie beeindrucken. Auch schön, ey. Das ist so ein kleines Zeug. Ne? Hier ist auch schon wieder Schatten drauf. Schade. Ja, das ist super. Ich dachte gerade, genau, vielleicht wäre ja hier eine Sprengfunktion. Nee, aber hier ist nichts. Ich hätte jetzt gedacht, eventuell, aber gut, da kann man es so abziehen. Mit Fantasie kann man das ja auch so wegsprengen. Das ist ja nicht das Problem halt. Was schön ist, das hier, ne? Guck mal hier, die Baumstämme, klar. Da kann man schöne Szene nachstellen, wie halt, ja, der von zwei Seiten zusammengedrückt wird. Vielleicht sieht er deswegen auch so dünn aus. Was total interessant ist, jetzt guckt mal hier. Ich denke, man sieht es. Hier ist halt so ein Haken. Da kann man jetzt schön die Dinger so drüber legen. Ich hoffe, es funktioniert. Dasselbe, ich drehe das mal kurz. Und wir kommen mal hier ran. Hier, seht ihr? Ich hoffe, ihr seht es. Ne? Da ist auch nochmal so ein kleiner Haken. Also ich sehe das ja jetzt kaum schon, ne? Weil, wie gesagt, die Augen. Der Opa kriegt immer schlechtere Augen. Wir machen das mal andersrum. Jetzt hätte ich das fast schon umgehauen und dann hätten wir den ganzen Effekt hier weg gehabt. So, ich guck mal, dass ich so das irgendwie hier... So, jetzt haben wir das so. Man stelle sich vor, ein Walker läuft hier durch den Wald, will die Ewoks erschießen und so weiter, ne? Ja, aber nicht mit den Ewoks und den Bäumen hier.
Na, hier, guck mal hier, diese Pinne, da packt man nichts drauf, sondern da drückt man. Und wenn ich dann drücke, bam. Oh, der ist noch ein bisschen widerspenstig. Das wiederholen wir aber nochmal. Das wiederholen wir nochmal hier. Da kommt noch was. Komm, 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 ey. Wir wollen das doch mal hier filmakkurat nachstellen. Komm schon. Mach jetzt fitz ihn weg da, den. Das ist aber auch ein Gefrickel hier, ne? Das ist, ja, ist Waldboden. Der ist halt uneben. Hier ist nichts gerade. Jetzt kriegt er wieder das Übergewicht, ey. Ach, ich rede mir heute auch gar nicht auf. Also ich glaube, 2023 wird es auch nicht so viele Outtakes geben. Was ist denn jetzt hier? Ey, der stand doch vorhin so schön. Krieg schon wieder Schweißausbrüche. Das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht. Wenn man da einmal was demonstrieren will, ne? Dann ist vorbei. Gerd, Junge, bleib doch stehen. Es ist doch gleich vorbei. Tut auch nicht weh. Das ist fürchterlich hier mit dem Austarieren. Ich krieg gleich einen Anfall. Oh, oh, jetzt ist er sehr wackelig. Okay, wir probieren es nochmal. Und hier, jetzt aber. Ja. Bam. Ja. Ja, ist geil. Ist ein bisschen schwierig. Ach, ich habe euch ja noch gar nicht hier Skiwalker Number One Wicked gezeigt. Ja, der ist ungefähr ein Viertel vom Daumennagel. Ist auch super schön. Der bockt sich mit seinem Speer. Ja, den stelle ich mal jetzt hier hin, weil er sieht ja, dass sein Kollege Shui da halt irgendwie angegriffen wird. Ne? Eigentlich könnte natürlich auch noch sein, dass hier natürlich auch noch irgendwo ein Walker steht. Ne, und hier einen auf Welle macht. Und dann drücken wir hier auf diesen Felsen. Und dann passt mal auf, was dann passiert. Mein Finger ist zu groß. Ne? Ich versuche euch das mal so zu zeigen. Und dann von der anderen Seite. Guckt mal. Bam! Ja, einen habe ich getroffen. Das bauen wir nochmal auf und gucken mal, ob mehr passiert. Aber wahrscheinlich fliegt jetzt gleich der Walker eh um. Hier ist halt einfach nur so ein kleines Dingens. Das ist alles hier ein Gefrickel, ne? Ja, Micro Machines für Erwachsene, das ist schon eine Kunst für sich. Ja, eigentlich hätte ich ja den großen Stamm nach unten legen sollen. Jetzt habe ich wieder alles umgehauen hier. Leute, das wird doch so nix. Komm, einmal den Walker hier noch. Jetzt aber, bitte. Der fällt einmal nicht um. So, jetzt aber. Ja, gedamaged. Bunkeranlage zerstört. Bumm. Die Bäume können dann auch noch wegfliegen. Wie gesagt, die kann man so einstecken. Die Löcher sind auch immer, haben verschiedene Durchmesser. Deswegen kannst du die auch nur an die dafür vorgebohrten Löcher packen. Ja, tolles Set. Gefällt mir auch sehr gut. Ach, wir haben noch gar nicht geguckt. Ne? Ich hatte nämlich erst im Vorspann fälschlicherweise 94 stehen. Und jetzt bin ich mal hier gespannt. Ich gehe davon aus, dass auch ein 5. Ja, das ist ein 94er. Dann ist also nur Dagobah 1995. Okay. Ja, guck an. Ja gut, Dagobah ist Empire, logischerweise halt. Aber jetzt habe ich einen Baum verloren. Ich baue das mal wieder zusammen. Ja, ja eben, weil Dagobah war ja auch noch Empire. Und das ist ja schon... Ja, nee, eben. Deswegen ist Dagobah dann 95 rausgekommen. Und Dingsbums hier jetzt Endor 94. Das ist merkwürdig, ne? Ich meine, die Filme gab es ja eh schon. Also in den 90ern, ne? Da gab es ja nochmal die Special Editions da. Ich baue das mal eben auf und dann hören wir uns im... Schlusswort wieder. Bum. Toys, 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 Toys. Das ist die Rückseite eines Falken. Oh, da fehlen zwei Sticker. Aber wieso? Wieso ist denn das vorhin hier rausgesprungen? Das war hier die Alien Queen, die ja auch noch drauf thront. Die sieht man kaum, ne? Die ist irgendwie alles. Ach, guck mal, so passt die viel besser. Die ist alles durcheinander. Ich habe hier. Ne? Ja. Egal. Eigentlich wollte ich ja hiermit nochmal spielen. Ne? Das ist so geil. Kommen hier nochmal die Baumstämme runter. Yeah. Ja gut, diesmal keiner umgefallen. Geiles Set auch. Ey, da gibt es doch bestimmt auch noch Tatooine von halt. Ne? Zu Jedi mit Jabba vielleicht. Ich mache mich da mal schlau und ich, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was die preislich so liegen, weißt du? Da muss ich mal gucken. Ich sag jetzt einfach mal Peace and Justice. Lasst euch gut gehen, weil das Telefon geht. Ich sag mal schöne Grüße an die 78. Ja, euch wohl und ja, bis nächste Woche. Da gibt's auch nochmal Geschenke. So, tschüss. Bam. Bam, geil. Yes. Bam. Ja.